diese verdammte Karte komme ich nicht ans Schließfach ran. So was in die Ordnung nicht passiert. Ach so, der Depotschlüssel. Ich muss mir unbedingt etwas überlegen. Aber ich glaube, ich habe auch schon eine Idee. Tim wird uns dabei helfen. Was hältst du davon, wenn wir Alex adoptieren? Wie stellst du dir das vor? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Glaub mir. Ich wollte noch mal über meine Reise reden. Du musst dir keine Sorgen zu machen. Ich komme damit schon klar. Dir wird auch nichts anderes übrig bleiben. Sonst fahre ich nämlich doch noch. Aber um eine Anzahlung werde ich nicht umhinkommen, sonst rückt er das Band nicht aus. Aber wenn ich das erstmal habe, dann muss ich auch nicht mehr so tun, als hätte ich das Gedächtnis verloren. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Hi. Hallo, Tim. Was sind Sie hier? Ich bin noch aufgehalten. Es tut mir sehr leid für Sie, was mit Cleo passiert ist. Ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Danke. Leider kann mir niemand helfen. Es hat mich wirklich sehr getroffen, vom Tod Ihrer Freundin zu hören. Gerade jetzt, wo Sie beide sich so sehr auf Ihr... Entschuldigen Sie bitte, ich meine, auf Ihr Kind gefreut haben. Ich finde, wir sollten Cleo eine würdige Beerdigung bereiten. Vielleicht kann ich Ihnen so ein wenig beistehen. Natürlich ist das mein schwacher Trost. Wo bist du nur hin? Ich weiß nicht. Ich will ins Heim zurück. Das glaube ich nicht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Was hast du vor? Ja, ihn suchen natürlich. Ja, und wo? Ich meine, er könnte überall sein. Dann werde ich eben überall nach ihm suchen. Ich kann jedenfalls nicht untätig hier rumsitzen, während er ziellos in der Stadt herumirrt. Passiert schon nichts. Er ist ja oft genug allein unterwegs gewesen. Hm? Trotzdem bleibt es ein kleiner Junge, dem wer weiß, was passieren kann. Na, du hast recht. Du bleibst besser hier. Falls Alex wieder auftaucht, sollte jemand da sein. Okay. Und wenn du ihn gefunden hast, ruf mich sofort an, ja? Okay. Also, bitte. Sag mal, wie machst du das eigentlich, dass du immer wieder wie auf Kommando neue Ideen hast, ne? Auf Kommando geht das gar nicht. Aber ich gebe zu, es läuft sehr gut im Moment. Ja, ich finde, ab und an solltest du aber mal eine kreative Pause einlegen, oder? Unsere kreativen Pausen dauern immer so lang. Ja, je länger die Pause, desto anregender für deine Fantasie. Ich meine für die Arbeit. Hallo. Hallo. Hast du was Passendes gefunden? Hm. Ups. Oh ja. Ach, ich kann das immer noch nicht richtig glauben. Tims Freundin hat Selbstmord begangen. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Tim ist Christophs Schwiegersohn. Ja, du weißt schon, der ihn ins Buffet befördert hat. Dir habe ich übrigens auch was mitgebracht. Mir? Mhm. Für deine Reise zu Christoph. Der perfekte Sandschutz für die Wüste. Das ist ja wunderschön. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Ich gehe jetzt mal hoch und probiere das hier an. Ich hoffe, es gefällt dir angezogen genauso gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Sag mal, hast du Kathi nicht erzählt, dass du die Reise zu Christoph abgesagt hast? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Ja, oder hast du deine Meinung geändert? Nein, nein. Ich werde es ihr sagen. Es muss wirklich schrecklich sein, einen geliebten Menschen auf so tragische Weise zu verlieren. Und Sie haben wirklich keine Ahnung, wieso sich Cleo das Leben genommen hat? Nein. Ja, wie dem auch sei. Ich habe schon mit einem Bestattungsunternehmer gesprochen. Er wird alles Notwendige für die Beerdigung arrangieren. Vielen Dank.
Tim, da ist noch etwas. Unsere gemeinsame Feindin Tanja läuft ja immer noch frei herum. Und Sie wissen ja, wir brauchen unbedingt das Videoband als Beweis. Und? Was geht mich das an? Nun, Sie müssten sich ein Schließfach nehmen in der Bank, in der sich das Videoband befindet. Dann hätten Sie nämlich Zugang mit Ihrer Codekarte zu dem Safe-Raum. Warum machen Sie das nicht? Oder Charlie? Nein, Charlie und ich, wir dürfen da auf keinen Fall mit dem Band in Verbindung gebracht werden. Das ist nicht mein Problem. Tim, ich verstehe, dass Sie zurzeit nicht so Interesse haben an den Dingen, die um Sie herum passieren. Ich komme schon klar, danke. Wirklich? Ach, bitte, Tim. Lassen Sie uns doch jetzt nicht im Stich, wo wir schon so nah am Ziel sind. Sie sollen es ja auch nicht umsonst tun. Ich verdopple Ihr Honorar. Die Sache ist für mich erledigt. Schönen Tag. Mein Gott, dass die Leute sich beim kleinsten Schicksalsschlag auch so gehen lassen müssen. Sehr schön. Das passt ja wie angegossen. Schade, dass der Anlass so traurig ist. Mhm. Cleo hätte das Teil sicherlich auch gut gefallen. Sicher. Ach, sie war immer so nett und witzig und locker drauf. Kathi, würdest du dich mal setzen? Ich wollte mit dir über meine Reise zu Christoph reden. Wieso? Ich werde doch nicht fliegen. Ich habe zu viel zu tun. Die Präsentation ist vorverlegt. Ich kann mir diese Reise nicht leisten. Dir ist ja immer alles wichtiger als Christoph. Das stimmt doch gar nicht. Wie kommst du denn darauf? Ich muss die Termine einhalten. Und außerdem müssen wir ja von was leben. Hm? Passiert ist. Mein kleiner Alex, wieso bist du denn weggelaufen? Hey, was hast du denn? Hat dir jemand was Böses getan? Mir kannst du doch alles sagen. Vielleicht kann ich dir ja dann helfen. Alexander hat mich nicht lieb und will nicht, dass ich bei euch bleibe. Wie kommst du denn darauf? Ja, weil Alexander gesagt hat, dass er mich nicht will. Das hast du falsch verstanden. Bist du deswegen weggelaufen? Du hast für Clarissa gearbeitet? Aber ich dachte, du kannst sie nicht ausstehen. Ja. Mir ging es nur darum, Tanja in den Knast zu bringen. Verstehe. Sonst hätte ich mich nie auf sie eingelassen. Und jetzt? An deiner Stelle wäre ich sofort auf Clarissa losgegangen und hätte ihr die Meinung gesagt. Das wollte ich zuerst auch. Aber dann habe ich mir überlegt, es ist klüger, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Du willst sie also richtig auflaufen lassen? Ja. Und wie? Hängt davon ab, was sie vorhat. Und was wird aus Tanja? Ich meine, ohne Clarissa kannst du sie vergessen. Tanja kommt schon noch dran. Aber mit Clarissa habe ich so viele Rechnungen offen. Achso, du meinst die Sache mit Julia? Clarissa hat mir damals schon meine Ehe kaputt gemacht. Ich Depp bin immer wieder auf ihre blöden Spielchen reingefallen.
wenn ich dieses Mal nicht so blöd gewesen wäre, dann würde Cleo jetzt noch leben. Wenn es so ist, dann... dann kannst du auf mich zählen, ja? Oh, du planst einen gemütlichen Fernsehabend? Ja. Nee, eigentlich kommt es darauf an, ob ich mit Jackie ausgehe oder nicht. Mhm. Sag mal, fährst du zufällig in die Stadt? Nee, ich wollte mich um Shiva kümmern. Ach so. Kommt Mama gut mit ihr zurecht? Oh, deine Mutter liebt Shiva. Ich würde sagen, sie hat das Reiten ganz neu für sich entdeckt. Und das hat sie alles Christoph zu verdanken. Ach ja, der ist schon ein toller Typ. Aber manchmal verstehe ich Mama nicht so ganz. Wie meinst du das? Naja, was ihr wichtiger ist, irgend so ein blöder Geschäftstermin oder Christoph? Und? Sie hat sich natürlich mal wieder für den Termin entschieden. Kannst du nicht mal mit ihr reden? Was soll ich ihr denn sagen? Ja, vielleicht kannst du sie irgendwie überreden. Man muss sie immer zu ihrem Glück zwingen. Na gut, ich kann es ja mal versuchen. Danke. Sie würde es nachher sowieso bereuen, dass sie Christoph versetzt hat. Hm. Oh. Hm? Oh. Alex hat auf dem Weg ins Kinderheim so furchtbar traurig geschaut. Und zum Abschied hat er sich noch nicht einmal nach uns umgedreht. Er wollte wohl nicht, dass wir ihn weinen sehen. Oder, dass ich ihn weinen sehe. Hast du gemerkt, auf der ganzen Fahrt hat er nicht ein Wort geredet mit mir. Es hat ihn sehr verletzt, dass du ihn nicht adoptieren willst. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn jetzt nicht adoptieren will. Ich konnte nicht ahnen, dass er uns zuhört. Ich weiß. Außerdem, das Thema kam für mich völlig überraschend. Wir haben noch nie drüber geredet vorher. Ja. Dann machen wir das jetzt. Also ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich möchte Alex eine neue Familie geben. Ich auch. Ja, wo ist denn das Problem? So eine Adoption ist eine Riesenverantwortung. Und Alex ist ja schon alt genug, um zu wissen, dass wir jetzt seine richtigen Eltern sind. Na und? Und wenn wir jetzt selbst Kinder kriegen? Ja, umso besser. Dann hat er ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen, mit dem er spielen kann. Und wenn sie sich streiten? Dann vertragen sie sich auch wieder. Okay, mal angenommen, wir müssen Alex bestrafen, weil er den Streit angefangen hat. Dann wird er sich doch sofort zurückgesetzt fühlen und sagen, ihr bestraft mich nur, weil ich nicht euer eigenes Kind bin. Ja, ich behaupte ja nicht, dass es keine Probleme geben wird. Das ist nur eins von vielen. Aber für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Sicher. Aber um die zu finden, muss man sich erstmal über die Schwierigkeiten im Klaren sein, die so ein Schritt mit sich bringt. Probleme, Schwierigkeiten. Denk doch mal daran, wie glücklich wir als Familie sein könnten. Das tue ich ja. Deshalb schlage ich vor, dass wir erstmal so viel Zeit wie möglich mit Alex verbringen. Und auf diese Weise haben wir schon mal einen Vorgeschmack, was uns erwartet. Hm? Gut. Das sieht aber lecker aus. Ja, ist aber meins, hm? Sag mal, sollen wir nicht die Plätze tauschen, dann kommst du besser an mein Essen ran? Entschuldigung. Morgen. 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 Und würden Sie mir bitte die Butter reichen? Oh ja, bitte. Dankeschön. Sehr. Ja, ich mache mich dann mal auf den Weg. Hab noch eine Menge zu tun. Tschüss. 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 Hast du es dir noch mal überlegt? Was? Fährst du zu Christoph? Was soll denn die Fragerei? Ich habe doch gestern gesagt, was los ist. Naja, manchmal ändern sich ja Dinge auch über Nacht. Ja. Hallo. Ja, ich hoffe, ich störe nicht. Hallo, komm her, du störst nicht. Hallo. Hi, Kathi. Wir können gleich den Kaffee in der Bibliothek weitertrinken. Okay. Wieso sagst du denn nicht gleich, dass ich störe? Oh. Ach, was sagt eigentlich Herr Brandner dazu, dass Sie dauernd arbeiten? Arno ist enttäuscht. Bisschen. Kathi ist auch enttäuscht, dass die Präsentation vorverlegt wurde, weil ich nicht zu Christoph fliegen kann.
Ach ja, ja, ja. Arno ist natürlich wenig begeistert. Wir wollten uns ein paar schöne Tage machen, aber er versteht natürlich als Geschäftsmann, dass das Privatleben öfter mal zurücktreten muss. Na toll. Hoffentlich werde ich nicht mal so wie ihr. Oh, hallo Tanja. Das ist eine Überraschung. Hallo. Eigentlich wollte ich nur mal wissen, wie weit du mit dem Vertrag für Leonie Clarisse bist. Setz dich doch. Also, was den Vertrag angeht, der ist noch in Arbeit. Aber ich sag dir Bescheid, sobald er fertig ist. Das wäre sehr nett von dir. Es wird wohl noch ein paar Tage dauern. Wir wollen ja schließlich, dass die Sache ordnungsgemäß über die Bühne geht. Da bin ich ganz deiner Meinung. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Nein, danke. Sag mal, diese Sache mit Cleo, ist die nicht furchtbar? Furchtbar ist gar kein Ausdruck. Wenn ich Tim nur irgendwie beiseite stehen könnte. Das hast du doch schon. Wie meinst du das? Naja, ich habe mir sagen lassen, dass du für Cleos Beerdigung aufkommen wirst. Ja, das bin ich Tim einfach schuldig. Nach allem, was ich ihm angetan habe, habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Ja, das stimmt. So, ich muss los. Ich höre dann von dir, ja? Tschüss. Können wir nicht irgendwo anders hingehen? Wieso denn? Wir wollten uns doch was zu essen machen. Aber ich wollte lieber mit dir alleine sein. Ist das wegen Alexander? Weißt du, Alexander hat dich aber wirklich lieb. Doch, das weiß ich ganz genau. Er hat es mir nämlich gesagt. Komm, frag ihn doch selbst. Komisch, ich dachte, Alexander ist zu Hause. Naja, wahrscheinlich muss er irgendwas Dringendes erledigen. Vielleicht ist er weggegangen, weil er mich nicht mehr sehen will. Ach was, ich hab dir doch gesagt, dass er dich lieb hat. Genauso sehr wie ich. Weißt du, dass ich dich vorhin fast gefragt hätte, von welcher Präsentation in Gottes Namen du sprichst? Das habe ich gemerkt. Deswegen habe ich dich gar nicht zu Wort kommen lassen. Meine Güte, ich hätte mich so verquatschen können. Und wie stündest du dann da? Dann hätte ich gesagt, dass du alt und vergesslich wirst. Hör mal, wer im Glashaus sitzt, ja? Sei doch nicht so besorgt. Mir war klar, dass du die Situation irgendwann begreifen würdest. Du bist doch ein kluges Mädchen. Woher nimmst du eigentlich die Gelassenheit? Ja, du hast recht, es war ein bisschen unvorsichtig. Ich danke dir jedenfalls, dass du mich aus dieser Situation gerettet hast. Na, trotzdem verstehe ich dich nicht. Liebst du Christoph überhaupt nicht mehr? Aber natürlich, doch. Ja, und wie hast du dir das vorgestellt, wenn er wieder hier ist? Weiß ich nicht. Ich habe mir eigentlich gar nichts vorgestellt. Ja, dich hat's richtig umgehauen. Weißt du, so habe ich mich seit Jahren nicht mehr gefühlt. So jung, so, ach, so unbeschwert. Dieses Gefühl, das habe ich so lange nicht mehr gehabt. Wenn ich mit Nils zusammen bin, dann ist einfach die Welt in Ordnung. Das hört sich aber nach mehr als einer Affäre an. Ach, sag mal, warum bist du eigentlich gekommen? Ich wollte dich vor deiner Reise noch mal sehen und dir für Christoph liebe Grüße ausrichten. Da hast du dich auf was Schönes eingelassen, meine Liebe. Das war lecker. Willst du noch was? Alexander ist immer noch nicht da. Wir müssen jetzt aber los, das Schiff wartet nicht. Oh, ich räume nachher auf. Na, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wo wollt ihr denn hin? Ja, vielleicht sagst du uns erstmal, wo du herkommst. Ich dachte, wir wollten zusammen essen. Ich hatte einen ziemlich wichtigen Termin. Und wenn ihr noch einen Augenblick Zeit habt, dann erzähle ich euch auch, worum es geht. Okay, aber nur, wenn es wirklich wichtig ist. Ist es. Also, ich war gerade beim Jugendamt und habe mich über Adoptionen schlau gemacht. Ja, erste Voraussetzung, wir müssen heiraten. Und da es im Moment so ein bisschen schwierig ist, haben wir da ein Problem. Aber trotzdem gibt's da eine Möglichkeit. Wir können Alex nämlich ohne große Schwierigkeiten in Pflege nehmen. Was?
Ab sofort? Naja, nachdem wir den ganzen Papierkram erledigt haben. Obwohl, da ist noch eine Sache zu klären. Wir müssen Alex fragen, ob er das auch will. Was denn? Dass ihr meine Eltern werdet? Deine Pflegeeltern, ja. Kannst du dir vorstellen, dass ich dein Papa bin? Du wirst ein toller Papa. Brauchst du den zur Beruhigung? Mhm. Weil Erika dich fast verraten hat, ne? Oh. Vielleicht. Ich habe drüber nachgedacht, was passiert, wenn Kathi was von unserer Beziehung erfährt. Aber Barbara, sie hat ja gar nichts mitbekommen. Gott sei Dank. Wir müssen vorsichtiger werden. Sie darf nichts erfahren. Wo steckt Kathi überhaupt? Sie schläft heute Nacht bei Jackie. Das heißt, wir sind hier ganz allein. Und wir haben sturmfreie Bude. Yes. Stimmt das? Nein. Haben wir sturmfreie Bude? Sollten wir nicht vielleicht lieber in ein anderes Zimmer? Nein, das wollten wir gar nicht. Und dann hat mich Tanja gefragt, seit wann ich ein so gutes Verhältnis zu Tim habe. Kommt sie denn darauf? Irgendwie hat sie erfahren, dass ich Cleos Beerdigung bezahle. Meinst du, sie ahnt etwas? Nicht wirklich. Aber lange kann ich sie nicht mehr hinhalten. Sie wartet auf den Vertrag. Wenn Tim bloß seinen Job machen würde. Ach, der arme Kerl hat doch nun wirklich andere Sorgen. Hallo. Hallo, Tim. Tim, setzen Sie sich doch. Danke, ich stehe lieber. Ich nehme Ihr Angebot an. Ich brauche das Geld. Für 1 Million sind wir im Geschäft. Oh, das ist viel Geld. Ich weiß. Aber ich lasse nicht mit mir handeln. Also gut. 1 Million. Aber erst, nachdem ich das Band geprüft habe. Nein. Cash bei Übergabe. Ausgeschlossen. Gut. Dann eben nicht. Warten Sie. Was halten Sie von einer Anzahlung? Wie viel? 100.000 bei Übergabe? Einverstanden. Hier ist der Schlüssel zu dem Bankfach. Ich melde mich bei Ihnen, noch vor der Beerdigung. Hast du die Türe abgeschlossen? Nein.